Moinsen, Freunde der Sonne. Heute komme ich mal mit etwas sehr, 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 sehr Kleinem um die Ecke. Und ich spreche nicht von meinem Rennfahrer-Ego. Den Rührstab. Lass mal gucken. Lass mal heute über den sequentiellen Shifter von Heusingenwelt sprechen. Der wirklich super klein ist. Extrem klein. Wahrscheinlich das kleinste Gerät, was ich bis dato von an Simracing-Hardware in der Hand hatte. Lass uns doch mal über den Preis sprechen von diesem Gerät. Aktuell kommt das Gerät 244,89 € inklusive Steuern bei Heusingenwelt direkt auf der Internetseite. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr strammer Preis für einen Shifter, aber auch noch nicht so ein sehr, sehr hoher Preis, wie man ihn von anderen Gerätschaften gewohnt ist. Also von daher würde ich sagen, das ist so, wenn wir jetzt mal die ganzen Alibaba-Geräte weglassen, sehr gutes Mittelfeld. Was ist denn jetzt alles in der Box drin, wenn du dieses Gerät nach Hause kriegst? Du hast Werkzeuge dabei, du hast die ganzen Knäufe mit dabei, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, die ranzumachen. Du hast zwei verschiedene Mounting-Möglichkeiten dabei und du hast die Werkzeuge alle mit dabei. Das heißt, alles, was du für den Shifter brauchst, kommt in der Verpackung mitgeschickt. Beim Mounting, muss ich sagen, bin ich irgendwie ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ein bisschen, es ist so nicht so wirklich zufriedenstellend, weil mir fehlt so ein bisschen was zum unten mounten, weil du hast jetzt hier die Möglichkeit, hier an der Seite eine Platte ranzumachen und dann kannst du das so an ein Aluprofil ranschrauben. Dann kannst du das Mount mit einer Tischklemme von unten dran schrauben, aber du kannst nicht irgendwie das so raufstellen und ans Aluprofil schrauben. Das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also ich habe echt überlegt, in welchen Konstellationen man das hier alles machen kann. Aber ich bin nicht auf eine gesunde Lösung gekommen. Und wie ihr gleich beim Testfahren sehen werdet, habe ich mich für etwas ganz anderes entschieden. Denn ich mag das immer gerne aufs Profil schrauben und nicht an der Seite ran. Wobei man dazu sagen muss, das Sinnvollste wird wahrscheinlich sein, ihn hier an die Seite zu machen und dann an ein Aluprofil zu schrauben. Weil der ist wirklich schon echt klein. Und du musst ihn anheben, damit er auf einer gewissen Höhe ist, wenn du es so wie ich gerne magst, mit Rührstäben, die etwas länger sind. Was kann man denn jetzt über die Qualität sagen dieses Gerätes? Ich denke, das ist wieder das Typische, was wir von Heusingenwelt gewohnt sind. Du packst es aus und du hast ein rundum tolles Erlebnis. Ich habe am Anfang leider einen ganz kleinen Fehler gemacht. Darauf möchte ich euch jetzt gleich hinweisen, bevor ihr auf die Internetseite geht, so wie ich, und nochmal nachforscht. Hier oben ist eine Mutter drauf. Eine Kontermutter. Und wenn ihr diese Kontermutter nicht drauf macht, könnt ihr die Stäbe, also die Gewindestäbe, so weit reinschrauben, dass sie nachher irgendwann nicht mehr nach vorne schalten können. Und dann werdet ihr euch wundern, dass das die ganze Zeit so am Rumwackeln ist und irgendwie nicht richtig fest ist. Ich war am Anfang etwas verwirrt, warum das so ist und bin nochmal auf die Suche gegangen, währenddessen ich das hier zusammengebaut habe und habe dann gesehen, dass hier oben noch eine Kontermutter ran muss. Also die Kontermutter nicht vergessen, wenn ihr es kaufen solltet, weil sonst habt ihr hier oben ganz viel Gewackel drin. Eine Sache muss ich an der Stelle anmerken, die ich persönlich nicht so schön finde. Und das ist etwas, was ich von Heusingenwelt so in der Form nicht gewohnt bin. Und das vielleicht einfach ein Montagsprodukt ist oder ob das wirklich nicht durchdacht ist, aber hört mal kurz. Hier hinten drin, wie man sehen kann, ist eine PCB. Also da ist die Elektronik drin. Und die Elektronik, die wackelt. Ich meine, wir sind jetzt nicht die ganze Zeit an dem Gerät dran und sehen das die ganze Zeit. Aber das finde ich ein bisschen unschön und ich würde mich sehr freuen, wenn das wirklich nur ein Montagsprodukt ist und das nicht Standard ist. Weil selbst wenn wir das USB-Kabel hier reinstecken, dann wackelt das. Und das ist auch nicht das Plexiglas hier draußen, sondern wirklich die PCB da drin wackelt irgendwie. Den einen oder anderen mag das wahrscheinlich nicht stören, aber bei mir ist das immer so, ab einem gewissen Preis bin ich da schon ein bisschen pingelig, was sowas angeht, weil mein innerer Monk ist davon immer ein bisschen, na, nicht getriggert, aber er freut sich nicht darüber, dass da Teile sind, die sich bewegen, gerade bei sowas, wo man wirklich nachher auch ordentlich Zucht drin hat. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es ein Montagsprodukt ist und das nicht üblich ist und das nur jetzt in dem Fall bei mir so war. Nichtsdestotrotz möchte ich das anmerken. Was aber den Shifter und die ganze Experience mit dem Shifter überhaupt nicht zu etwas Negativem gemacht hat. Lass mal da rübergehen, das alles einrichten. Und dann fahren wir mal eine Runde und dann kannst du das Ding mal in Action sehen. Dann kommen wir doch mal zu der Software und dem ganzen Installationskram am PC.
Dazu gehen wir auf die Internetseite und sehen hier Folgendes. Wir haben hier den SIM-Shifter und den Mac-Shifter. Und das ist wichtig, merke dir das. Dann gehst du auf Smart Control Live und kannst hier sehen, was für Geräte kompatibel sind. Und leider ist der SIM-Shifter da gar nicht drin. Und ich, Intelligenzbestie, habe mir das jetzt runtergeladen, denn der Download-Link ist hier oben. Habe das Programm geöffnet und habe festgestellt, dass das Device gar nicht unterstützt wird. Dann bin ich die ganze Zeit durch das Internet geturnt, also auf der Internetseite, und habe dann irgendwann rausgefunden, dass wir gar nichts machen müssen mit dem schönen Stück. Und wir einfach loslegen können. Und das war der Part mit der Software. Also lasst uns mal ins Auto reinspringen bei WRC und das Ding mal eine Runde fahren. Zum Fahren haben wir uns natürlich mal wieder in WRC begeben, weil wo, wenn nicht dort, macht so ein Shifter Sinn? Ich meine, wir können jetzt natürlich auch driften, aber davon habe ich nun gar keine Ahnung. Und sequenziell gefahren habe ich sonst auch nichts. Deswegen nehmen wir jetzt als Benchmark mal hier an der Stelle WRC. Es ist super einfach, wenn wir jetzt hier reingehen und wir auch keine Software haben. Aber wir können jetzt hier beispielsweise bei Steuerung reingehen. Und da sehen wir hier, dass der HE, also Häusingwelt, sequenzielle Shifter angezeigt wird. Da können wir jetzt hier das Gerät bearbeiten. Und dann schauen wir mal bei der Schaltung hier, wenn wir nach oben schalten wollen, können wir jetzt hier die Belegung mal aufheben. Und wir gehen bei Hochschalten rein. Dann können wir den nach hinten ziehen. Dann funktioniert das. Wir können ihn nach vorne schieben. Und dann seht ihr, dass die Tasten belegt sind. Wir müssen da nicht irgendwelche Software installieren oder irgendwas in die Richtung machen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Was ich total cool finde, dass wir nicht irgendwie noch großartig Sachen vorher machen müssen als das hier. Und dann können wir uns reinschmeißen. Fahren wir noch mal eine Runde. Oh, wir rödeln hier mal so ein bisschen dran rum. Der Shifter ist wirklich sehr, sehr schön. Also er ist sehr leise, was ich sehr toll finde. Er hat so ein ganz leichtes Klicken nur, also wirklich ein sehr humanes, seichtes Geräusch. Und er macht von Haus aus alles, was er soll, ohne irgendwelche Treiber oder sonstiges dergleichen, und wird sofort erkannt, was ich sehr schön finde. Das ist mal zur Abwechslung was sehr Angenehmes, denn sonst muss man meistens immer mit oh. Das hat keiner gesehen. Das hat niemand gesehen, dass wir hier durch dieses Feld fahren. Was ich sehr angenehm finde, dass wir hier halt wirklich nicht großartig irgendwas einstellen müssen oder sonstiges dergleichen, und der von Haus aus funktioniert und wir wirklich das ans USB anschließen und einfach loslegen können. Und wie ihr seht, funktioniert das halt out of the box wirklich sehr, sehr gut. Hat ein schönes Shift-Gefühl. Der könnte ein bisschen... don't mind me. Er könnte ein bisschen länger sein für meinen Geschmack. Also er ist doch relativ kurz. Aber was man dazu sagen muss, er ist auch relativ klein. Was für manche Leute, die nicht ganz so viel Platz am Rig haben, doch sehr schön sein kann. Weil der nicht so viel Platz wegnimmt. Ich denke aber, dass man mit Gewindestangen und Verlängerung, wie auch an allen anderen Geräten, das ganze Ding noch verlängern kann, um dort für dich selber ihn noch ein bisschen zu erhöhen, wenn du ihn jetzt nicht über einen über eine Verlängerung verlängern möchtest, dass er höher ist. Ich mag ja mal diese etwas längeren Stücke oder Hebel. Aber das ist schon wirklich sehr cool. Und ich bin echt begeistert, dass das Häusingwelt hingekriegt hat, dass der out of the box einfach super gut funktioniert und sein Ding macht. Das finde ich sehr schön. Und jetzt so beim Fahren, ich meine, was will man zu einem sequentiellen Shifter sagen? Das ist eine Hoch- und Runterbewegung, ne? An der Stelle. Und das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben unsere Etappe mit 3000 Stunden Verspätung geschafft. Wie viel langsamer sind wir denn gewesen im Vergleich zu sonst? Da sind auch die Buttkicker verwirrt. 37 Sekunden langsamer out of the box. Naja, kommen wir doch mal zum Fazit, zum Positiven und Negativen. Wir sehen uns drüben. Kommen wir mal zum Positiven und zum Negativen
dieses Shifters. Positive Dinge natürlich immer zuerst. Positiv die Qualität des Gerätes. Es ist unglaublich kompakt, was ich persönlich sehr, sehr feiere, weil es nämlich einige Menschen da draußen gibt, die nicht so viel Platz haben wie ich jetzt hier oder sich tausende alle Profile irgendwo ranbauen können. Und da ist das wirklich ein Segen, dass du einfach eine kleine Zigarettenschachtel hast und das ein Shifter ist. Finde ich total toll. Die Qualität des Gerätes, absolute Wonne, baut sich super schnell zusammen, kommt super schön verpackt, wie man das von Heusingenwelt gewohnt ist. Absolut tippitoppi, alles drin, was du brauchst. Und du kannst binnen Sekunden, sagen wir, übertreiben ist man nicht, du kannst binnen Minuten kannst du mit dem Gerät einfach loslegen. Und das ist für mich ein definitiv sehr, sehr großer Pluspunkt. Des Weiteren finde ich es auch total spitze, dass der Preis nicht exorbitant weit hoch ist für dieses Gerät und du für 200 Euro wirklich ein solides Produkt nach Hause bekommst. Ich weiß, im Vergleich zu anderen Produkten ist das immer noch sehr, sehr teuer für einen sequentiellen Shifter, aber das ist auch das Mittelfeld und dafür bekommst du halt wirklich etwas für dein Geld. Eine positive Sache möchte ich auch noch anmerken, dass das out of the box einfach so funktioniert. USB-Kabel rein, ran an den Computer, keine Treiber installieren, kein Firmware-Gedudel, einfach anstecken, die Tasten belegen in den Spielen und los geht's. Das ist eine richtig, richtig gute Experience, denn dadurch ersparst du dir sehr viele Wege, Software runterzuladen und diesen Gedöns noch zu machen. Es ist einfach da und es geht. Eine Kleinigkeit möchte ich negativ nochmal anmerken und das ist auch wirklich eine Kleinigkeit, die wackelnde PCB, die jetzt wahrscheinlich sein kann, dass es ein Montagsprodukt ist. Vielleicht besitzt ihr den Shifter da draußen ja auch und könnt vielleicht in den Kommentaren schreiben, ob es bei euch auch so ist. Aber das wäre das Einzige, was ich negativ anmerken möchte. Was aber auch kein Dealbreaker ist, denn beim Fahren selber merkst du das nicht wirklich. Und das ist mehr so ein, ja, ich habe Geld bezahlt und wünschte mir, es wäre anders. Was ist denn jetzt mein Fazit dazu? Wir haben viele dieser Goodies und Gadgets auf diesem Kanal schon getestet und ich würde mal sagen, dass ein Großteil der Kommentare, die unter den Goodies und Gadgets drunter sind, sind meistens damit belegt, dass diese Geräte viel zu teuer sind für das, was sie eigentlich können. Mein Fazit ist es, dass das Gerät wirklich vom Preis her sehr gut angesiedelt ist. Ich finde von der Build-Quality und von dem ganzen Konstrukt, was dir Heusingenwelt hier bietet, ist das ein sehr, sehr fairer Preis. Ich habe schon Shifter in der Hand gehabt, die weitaus teurer waren, die bei weitem nicht so gut waren wie dieser Shifter. Also ist es jetzt zu teuer, ist es wieder zu wenig Geld oder ist es exorbitant zu viel Geld? Für mich persönlich ist das genau so ein richtig schöner Sweet Spot für Menschen, die Qualität suchen und für zu Hause einen sequentiellen Shifter brauchen. An dieser Stelle kann ich euch auch immer nur ans Herz legen, dass Heusingenwelt einen absolut insanen Kundensupport hat, der für mich bislang oder seit langem einer der besten Kundensupports sind, die ich je gesehen habe, was für mich die Produkte von Heusingenwelt immer noch eine Stufe höher hebt, weil du dich da jederzeit melden kannst, die unglaublich schnell dir Lösung anbieten. Da wird nicht lange rumgezetert, nicht mit irgendwie Fotos, dies, das, Ananas. Du schickst dir eine Rechnung und die kümmern sich, dass das erledigt wird, was für mich auch immer noch mit in den Preis reinspielt und warum ich diese Firma bis heute, auch wenn ich kein einziges Produkt von denen selber zu Hause fahre bzw. besitze, liebe und nur empfehlen kann. Was fährst du denn aktuell für einen Shifter? Bist du auf der Suche nach einem sequentiellen Shifter? Und dann habe ich mich heute nämlich gefragt, wofür bräuchte man noch, wenn man nicht Rallye fährt, noch einen sequentiellen Shifter? Das sind so Fragen, die mir so durch den Kopf gehen, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du mir unten in die Kommentare reinschreiben könntest, wie das bei dir so aussieht. Und dann möchte ich mich bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dir dieses Video angesehen hast. Und wenn du vielleicht noch Lust hast, könntest du ein Däumchen hoch oder runter vergeben für das Video, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Ansonsten kannst du den Kanal auch noch abonnieren. Des Weiteren möchte ich mich auch bei den Kanalmitgliedern bedanken, die das ganze Universum hier seit, ja, würde ich fast sagen, ein Dreivierteljahr unterstützen und an die Vision hier glauben und sich den Content reinziehen. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und dann nochmal so zwischendurch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wusstet ihr eigentlich schon, dass ich einen Livestream habe bei Twitch und ich da 6 Tage die Woche aktuell live bin und du meine Visage sehen kannst? Nicht nur hier, sondern auch da in live mit Spielen und so allem Pipapo? Nee, wusstest du nicht? Findest du in der Infobox. Lass dir gut gehen. Vielen Dank für alles. Bis den Dansen. Tschüss.